Blauer vorstellen. 35 Jahre jung, geboren in Radolfzell, aufgewachsen in Mackelfingen am Bodensee, heute in Kreuzlingen, wo er seit 6 Jahren hauptberuflich als Kunstmaler tätig ist. Er malt surrealistisch, mit viel Fantasie, manchmal ein bisschen skurril, verspunnen, mit viel Farbe. Herr Lauer, ich weiss, Sie liebäugeln schon lange mit einer Ausstellung in Wiel. Was zücht Sie nach Wiel? Ich bin schon wiederholt in dieser Gegend zum Ausstellen, so St. Gallen, das Bischofszell, das Bichwil. Und wenn man mal irgendwo in einer Gegend schon war, geht man gern wieder und auch an einen anderen Ort. Dann gefällt mir Wiel als Stadt, das ist so ein geschnussiges Städtchen. Und da habe ich schon längere Zeit vorgehabt, um jetzt da auch mal auszustellen. Und das ist jetzt einmal gelungen und ich freue mich, dass das so zustande gekommen ist. Sie stellen im Foyer und im Mehrzwecksaal von der Turnhallen aus, Herr Lauer. Finden Sie das ideal? Ich tue gerne in öffentlichen Gebäuden ausstellen. Einmal, weil ich da mehr Platz habe, ich kann da viele Bilder zeigen. Und zum anderen, weil da viel Publikum zu den diversen Veranstaltungen kommt und so zwangsläufig die Bilder sieht. Sie haben eine interessante Nebenbeschäftigung oder vielmehr ein Hobby. Ja, ich tue etwa seit der gleichen Zeit, wie ich auch intensiv malen tue, das ist jetzt ziemlich 20 Jahre genau, tue ich Klarinett spielen. Ich tue Dixieland-Musik machen und habe im Moment eine Band, die Swiss German Dixie Corporation. Und die Freunde und Bekannte von mir, die sind es gewöhnt, dass wenn ich irgendwo eine Ausstellung habe, dass da auch dann meine Musik zu hören ist. Und das haben wir diesmal mit dem Jazzband-Ball kombiniert. Der ist am nächsten Freitag, am 3. Oktober, hier unten im Saal von der Turnhalle. Danke vielmals, Herr Lauer.